Willkommen, liebe Freunde, bei The Witcher. Mit mir, der Mr. Sig. Vielen Dank fürs Einschalten. Und ja, ich will das Spiel irgendwie weiterzocken. Eigentlich wollte ich heute so ein bisschen so Aufnahmepausetag machen, aber irgendwie habe ich doch noch richtig viel Lust auf dieses Spielchen. Und werde es dementsprechend halt einfach zocken. Wir haben gerade noch ein bisschen reinguckt in die Questlogs, die wir dann haben. Ich muss mal kurz gucken, was mein Wurfs macht. Hat schon gelegt. Und zwar müssten wir jetzt rein in den, wieder zurück in den Tempelbezirk. Das ist kurios, hier droppen echt immer die Frames, das ist geil. In den Tempelbezirk. Oh, Entschuldigung, ich habe gerade auch ein Eis gegessen, dann stoße ich ein bisschen auf. Perfekt. Fixer ist das Sahnehäubchen auf diesem Chaos. Schnauze. Die uns alle nicht leiden können, die kleinen Nazis. Eure Stellung nicht, Hexer. Und in den Tempelbezirk rein. Dort würde ich gerne noch mit dem Zahnarzt sprechen, denn das weiß ich nicht, ob ich das letzte Aufnahmesession überhaupt gemacht habe, um zu gucken, ob ich dann diese anderen komischen Zähne dann noch vertickern kann bei dem. Und wir müssen Nachforschungen anstellen beim Zahnarzt im Tempelbezirk, und zwar bei Jeffro, der Wache aus dem Verlies. Ach ja, da hätte ich vielleicht Fistech mitnehmen müssen. Habe ich vielleicht zufälligerweise, so cool wie ich bin, Fistech noch mit mir rumtragen? Hey, so cool bin ich nicht. So eine Scheiße. Aber Fistech haben wir genug noch beim Kollegen in der Bar. Und ist einerseits gut, dass wir hier sind, denn hier weiß ich wenigstens, wo ich denn die Ringe und den ganzen Strutz verkaufen kann. Ohne dass wir da jetzt gerade 30 Jahre noch rumrennen, denn im Händlerviertel, muss ich ehrlich sagen, habe ich das bis jetzt noch nicht so wirklich rausgefunden. So, beim fahrenden Händler, beim Antiquar kann ich auch noch die Bücher verkaufen, die ich hier habe. So. Schriftrolle, bumm. Haben wir 1500 Orange wieder. So, Bauernhändler, Reisender, fahrender Händler. Was? Du kannst mal Sachen für mich verkaufen. Und zwar einmal hier. Rubin, weg. 50 Orange, 90 Orange. Das Diamantengelumsch, das behalten wir. Das ist ja an sich nicht verkehrt. Eigentlich könnte ich das Zeug eigentlich auch verkaufen, weil wir haben hier Diamantenstaub en masse. Also nicht en masse, aber wir haben halt ein bisschen was davon da. Gut. So, der Zahnarzt, der war jetzt hier unten. Ich glaube, ich war doch schon nochmal beim Zahnarzt, oder? Ich weiß es gerade nicht mehr so richtig. Ich glaube, ich bin der Meinung, dass ich den, glaube ich, mal aus Versehen irgendjemand draußen getroffen habe und ich mit denen gequatscht habe, aber nichts bei rumgekommen ist, ne? Aber nur um sicher zu gehen, gehen wir nochmal rein zum Zahnarzt, sagen dem hier, Kuckuck, falls er überhaupt da ist. Kann auch sein, dass er schon wieder draußen irgendwo rumrennt. Natürlich rennt er draußen rum. Was sollte denn anderes sein? Oder wie sollte es denn anders sein? Gut, dann gehen wir da rein. Wenn ich ein bisschen mit der Maus so hin und her zucke, dann tut es mir gerade leid. Ich muss mich an die neue Sensi gewöhnen. Ich habe die DPI-Werte ein bisschen hochgestellt. Wie einige vielleicht von euch wissen, zocke ich ja noch sehr gerne Counter-Strike ab und an mal. Und bei Counter-Strike ist es halt so ein Spiel, das kann ich halt nicht einfach irgendwie so spielen, nebenbei, just for fun, sondern ich will immer irgendwie möglichst gut spielen oder zumindest so spielen, dass ich für mich zufrieden bin. Und da habe ich die DPI-Werte der Maus ein bisschen höher gestellt und die Sens ein bisschen umgestellt im Spiel. Mit Soltan wollten wir sowieso auch noch quatschen. Denn wir sind ja jetzt beim Pokern ein bisschen hochgegangen. Ich habe gegen einige Profis gespielt. Hey, hey! So gut waren die gar nicht. Jetzt könnt ihr um richtig große Summen spielen. Echte Trickser sind schwer zu finden, aber Spiele mit ihnen werden legendär.
Okay. Ich frage mich, ob es noch bessere Spieler gibt als mich, sag mal. Ganz schön arrogant, hä, mein lieber Geralt. So, bei der können wir auch nochmal gleich reingehen. Denn die hat mit Sicherheit wieder Alkohol. Sehr gut. Alkohol brauchen wir ja immer. So, Peperovka. Können wir hier nach unten verschieben. Alles klar. So, und jetzt zum Schankwirt, denn der hat unseren Stuff. Kann ich den SRG und linke Maustaste 1 hätte ich gern. Schwupp. Uns fehlt hier noch eine Rune, damit wir unser Schwert endgültig verzaubern können. Und was wir dann auch noch machen, ist auf jeden Fall in den Sumpf reingehen. Jetzt hätte ich meinen Hund wieder hinter mich verpisst. So, denn wir sollen einmal hier im Tempelbezirk halt Nachforschung erstellen. Okay, ich habe mich gerade gewundert, warum denn das... Okay, links oben halt, warum das Emblem so hinher blitzt und wackelt. Aber das liegt daran, dass es gerade mit den Lichtverhältnissen irgendwie das widerspiegelt. Okay. Und Siegfried den Guten. Es zu dem reicht. Sollten wir ja auch noch hingehen. Geralt! Geralt! Wie geht's dem Bein? Ach, bestens. War nur ein Kratzer. Alles in Ordnung. Ich bekomme einen Orden, weil ich das Eigentum einiger Stadtbewohner beschützt habe. Verstehe. Ihr kämet auch in Frage, aber nur Ritter bekommen Orden. Es sei denn... Nein. Ich trete nicht bei. Ich könnte mit dem Keuschheitsgelübde nicht umgehen. Das verstehe ich. Ja. Hört mal, der Großmeister selbst wird mir den Orden überreichen. Ja? Okay. Habt ihr euren Orden bekommen? Die müssen erst einen Termin für die Zeremonie festlegen. Ich kann nicht fassen, dass ich anschließend mit dem Großmeister sprechen darf. Er ist ein wahrer Visionär, Geralt. Ein Visionär? Jacques de Aldersberg, Großmeister des Ordens der Flammenrose, ist ein Mann, der zu Großem bestimmt ist. Man wird sehen. Ja? Adieu. Okay. Der hat ja auch irgendwie... in der letzten Folge auch erzählt, dass wir da irgendwie für den Orden in Frage kämen. Aber ehrlich gesagt, uns juckt das ja nicht so wirklich. So, ach ja, der Stadtkerker war ja dort auf der anderen Seite der Map mal wieder. Ja, aber uns interessiert das ja eigentlich nicht. Uns interessiert ja eher, dass wir... Nur Ärger! Interessiert ja eher Monster und das, was wir daraus gewinnen. Ach, guck mal, da ist hier Zani Schmerz. Wie? Ich habe die Fangzähne eines Alps. Interessant. Alps injizieren ihren Opfern ein Narkotikum. Vielleicht kann ich es extrahieren. Vielleicht kann ich ein Narkotikum herstellen, das meine Allergie nicht verschlimmert. 150 Orens. Ach, der hat eine Allergie. Okay, ich dachte, der ist eher so Fistech-abhängig. So. Falls ihr gerade wundert, was ich gemacht habe, ich habe gerade meine Hose wieder runtergekrempelt. Denn wir hatten heute sommerliche 30 Grad. Oieieiei, das war so mega nice. Ich liebe ja Sommer über alles. Gibt nichts Geileres, meiner Meinung nach, als Sommer. Und ja, und da habe ich heute eine Wohnungsaufbau gemacht und war einkaufen und ach, mein Gott, ich habe so viel gemacht. Ihr? Jetzt zocke ich. Wir müssen reden. Worüber? Ihr werft mich nicht noch einmal in die Kloaken. In die Kloaken müssen wir auch noch mal. Das läuft so. Ich gebe euch eine Aufgabe. Und wenn ihr euch weigert, landet ihr im Kerker. Spielt ihr gern? Ich schon. Spielen? Ich wette, ich kann euch die Nase abschneiden, bevor ihr noch mal niesen könnt. Oh, sind wir heute ein wenig gereizt, ja? Hört zu. Ich weiß, dass die Leute mit den Salamanderabzeichen schon lange hinter euch her sind. Ich weiß, wo man sie finden kann. Regelt das mit ihnen und eure Probleme haben ein Ende. Und mir helft ihr obendrein damit.
Wie hört sich das an? Müssen eine Crack-Hure. Wir werden sehen. Sagt mir, was ihr wisst. Die Salamandra haben den Drogenhandel so gut wie übernommen. Wenn sich ihnen niemand entgegenstellt... Warum sollte mich das kümmern? Die sind hinter euch her. Vernichtet sie. Holt euch die Informationen, die ihr braucht. Und kehrt hierher zurück. Oh, und nehmt sämtliche Drogen mit, die ihr findet. Als Beweismittel. Wo soll ich anfangen? Ein Informant sprach von einem Händler namens Angus, der etwas Pulver besitzt. Er arbeitet im Elendsviertel. Wir müssen wissen, woher er seine Ware bekommt. Er ist häufig in der Taverne. Angus sozusagen, okay. Wir gucken hier nochmal kurz mal rein, ob wir in unsere Kiste da irgendwas liegen lassen haben. Haben wir nicht. Okay. Hier ist Vincent Mais. Seid gegrüßt. Der wird bestimmt nichts für uns haben, ja. Lebt wohl. Dachte ich mir schon. Angus in der Taverne. Taverne. Und wir haben ja jetzt das Passwort, glaube ich, um unten in den Kloaken reinzukommen. Dort, wo in den letzten Folgen die zwei komischen Sprallhänse davor saßen. Beziehungsweise standen. Was ist das denn eigentlich? Eisenkraut, okay. Nur alles mal mit. Alter, wir können eigentlich so gut wie gar keine Stoffe mit uns mehr mal rumführen. Stelle ich gerade mal fest. Na gut. Taverne. Warum sag ich nicht? Ich hab mein Deutsch, ey. Das ist hier. High Class, Overclass. Angus, der erste. War das Angus? War das dieser komische Zwerg? Der da? Nee. Schankwirt, Holztruhe. Schurke. Schankwirt. Angus, bist du hier irgendwo? Ganz kurz gucken wir uns den Isla Angus und Alien sind. Okay, das könnte mitten auf dem Platz sein. Schauen wir mal auf den Platz. Darauf habe ich jetzt überhaupt nicht geachtet, ob der da ist. Kann sein, dass ich an denen jetzt auch schon wieder vorbeigelaufen bin. So, arme Frau. Schurke. Kaufmann. Verdammt, ich brauche Bier. Hast du Kohle? Angus ist nicht wirklich hier. Wenn man eher... Ach doch, guck mal, Angus, da ist der. Ich habe jetzt irgendwie nur auf grüne Namen geachtet. Wer seid ihr? Deine Mutti. Ist doch egal. Seid ihr Angus? Was zum Henker soll egal bedeuten? Ich brauche ein paar Sachen. Wer sagt, dass ich Sachen anbiete? Wer ist denn Joey? Taler. Das ist eine Nummer zu groß für euch. Ihr macht da einen schweren Fehler. Spuckt es aus. Wer sind eure Lieferanten? Leckt mich. Ich hau ab. Ich sollte Alkus folgen und sehen, wo er lebt. Okay. Fällt überhaupt nicht auf, dass wir neben den näheren. Ja, Angus. Kannst zwar rennen, aber es bringt ja halt nicht viel. Wo wohnst du denn jetzt? Da? Sehr gut. Kommen wir da jetzt auch rein? Scheint so. Angus Haus. Wunderbar. Ihr seid ein sturer Hurensohn. Das werdet ihr noch bereuen. Ich habe höflich gefragt und nichts bekommen. Vielleicht klappt es ja so. Tja, Angus, ich glaube, das war keine gute Wahl von dir.
wenn man mal ehrlich ist. Angussschlüssel, Doppelklingen und zu ziehen, okay, alles klar. Einen Ring haben wir auch noch bekommen. Goldener Siegerring mit Queen. Okay. Und Empfehlungsschreiben ermöglicht umgehender durch das Salamandra-Gebiet. Das ist ja an sich nicht verkehrt. Der Lieferant war wahrscheinlich Kloak anzutreffen. Ich sollte dorthin gehen. Die Frage ist nur. Die Frage ist nur, ob ich von der. Ach du Scheiße. Die Frage ist halt nur, ob ich vom Tempelbezirk aus in die Kloaken da auch hinkomme. Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, ich muss vom Händlerviertel in die Kloake reingehen, um dort an diese Stelle zu kommen, ne? Okay, jetzt haben wir haben echt ein Platzproblem. Na gut, die Frage ist halt auch, ob ich dieses Zeug jetzt hier brauche. Ich beschließe einfach mal, dass wir das jetzt nicht brauchen. Und wenn halt, wir können es ja immer noch finden, also immer wieder was finden. So ist es ja nicht. Wir schauen uns jetzt auf jeden Fall nochmal bei Angus in der Wohnung um. Ob wir denn hier noch irgendwas Brauchbares finden. Oh, Fackel. Und Zuckerpuppe? Nein, du bist Zuckerpuppe. Stahldolch. So ist denn da ein Dolch drin? Whatever the fuck. Was sagt denn unsere Questlog? Sagt, wir können auch hier runtergehen. Na gut. Dann machen wir das mal. Zumindest wir tryen es mal. Ob das klappen wird. I weiß ich nicht. Achso, ja Quatsch. Ich will immer auf die Symbol klicken, um da reinzukommen. Dabei muss ich auf die Gitterstäbe gehen. Mein Hund ist so platt. Das ist der Wahnsinn. Soll den Hund mal rasieren. Ui. So, und wir sollen jetzt da hinten lang gehen. Aber ich glaube, ich dächte doch, hier kamen wir doch nicht durch, oder? Eingang zur Gruft der Kultisten, da waren wir, ne? Naja. Komisch, in Ertrunkenen machen wir uns jetzt nicht wirklich mehr Probleme. Ich guck mal kurz nochmal da hinten lang. Bei den Eingang der Kultisten. Und dann würde ich auch gern irgendwann mal so eine etwas bessere Rüstung haben. Das wäre eigentlich auch mal ziemlich cool. Denn wir müssen ja irgendwann mal eine ziemliche krasse Rüstung bekommen, damit wir ja die anderen, also ich mutmaße das jetzt einfach mal, weil wir ja noch für mit 6, 7, 8, ach guck mal, cool, haben wir noch so einen Slot für die Quicktasten für die Tränke. Und die haben wir ja bis jetzt noch nie ausgenutzt. Also gab ja noch nie irgendwie eine Möglichkeit, wir können ja bis jetzt noch hier links, seht ihr, ist ja nur ein so einen Slot benutzen und nicht mehrere. Daher schließe ich mal, dass wir doch irgendwann mal eine geilere Rüstung kriegen müssen. Die auch mehr rum. Mit der man auch mehr rumschleppen kann. Ach ja. So, die sind alle down. Da kommt der nächste. Die nächsten. Sag ja, von dort aus kamen wir nicht durch. Wir müssen sozusagen hoch ins Händlerviertel. Das geht gar nicht anders. Wir kommen hier nämlich nicht durch.
dachte, wir können jetzt nochmal, wenn wir schon mal hier unten sind auf der Seite, werde ich probieren, ob wir jetzt da jetzt durchkommen, weil wir haben jetzt ein paar Schlüssel noch mit dazu bekommen. Wäre auf jeden Fall mal interessant zu erfahren, denn ich bin auch neugierig, ich will ja endlich mal durch. So, da hinten links. Ach, Schnauze, stimmt nicht so sehr rum. Okay. Jetzt habe ich keine Möglichkeit, jetzt muss ich gegen die kämpfen. Komm her, Schnucki. Da ist wieder mal üblich unser Ghoul, der auf uns wartet. Den habe ich nicht vergessen. Ich finde das so geil, so mit der Zeit, so wenn du am Anfang noch überlegst, wie schwierig das Ganze so war und wie dass es nicht so ganz so easy war. Und jetzt mittlerweile so. Okay, hier kommen wir immer noch nicht durch. Hier ist ein Lagerfeuer. Da können wir jetzt auch uns mal noch schnell die Tränke brauen, die wir brauchen. Und wir haben neue Talente erworben. Zwei Silber. Ich habe das letzte Mal gesagt, dass wir jetzt auf das Stahlschwert auch noch gehen müssen. Gruppenstahl haben wir. So. Starker oder schneller Stahl, ist eigentlich egal, wir müssen das beides irgendwie machen. Erfordert noch ein Silbertalent. Erfordert Silbertalent. Da haben wir das mal hier noch rein, damit wir das auch auf Stufe 3 haben. Und machen hier noch ein, achso, wir brauchen noch ein Bronzetalent. Ein Silbertalent meine ich, nicht ein Bronzetalent. Giftresistenz. Machen wir Giftresistenz auch noch an. Ist an sich nicht verkehrt. So, das mit dem Zaubern habe ich noch nicht so, muss ich mal ehrlich sagen. Also, diese komischen anderen Zauber dann noch hochzubringen. Das ist regeneriert. Augenblick, ja, das ist irgendwie, keine Ahnung. Jetzt irgendwie nicht so. Wenn ich ehrlich bin, von dem haben wir nichts mehr. Von dem können wir auf jeden Fall noch was mischen. Schwalbe können wir auf jeden Fall jetzt mischen. Wildcards haben wir uns noch rein. Können wir uns einen Donner noch machen? Nee. Wie viel haben wir denn? Drei haben wir davon noch. Reicht der erstmal. Katze können wir uns noch machen. Da haben wir hier unten auch wieder ein bisschen mehr Platz. So, Öl, weiße Möwe. Schneesturm haben wir ja noch ein bisschen was. Schwalbe, was ist das denn? Achso, okay. Und so eine Schwalbe rein. Wunderbar. Und meditieren 2 Stunden. Vor uns hin. Ist ja ganz easy. Uiuiuiuiui. Ach, natürlich. Was denn sonst? Mal auf, hier raus aus dem feuchtfröhlichen Traum und werden gleich attackiert. Achso, dann hier ist ja noch eine Ort der Macht. Da kann ich das doch benutzen, bestimmt, um mich irgendwo hin zu teleportieren. Ach nee, es ging nur mit den Teleportern, ne? Okay. Schade, ich dachte, ich könnte mich damit auch jetzt hier an so ein Ding teleportieren. Okay, aber wir müssen gar nicht so weit, also wir müssen nicht erst wieder durchs Tempelbezirk und ihr könnt mich jetzt alle mal kurz mal alle so fett am Arsch lecken. Kein Bock gerade mit euch zu fighten, wenn ich ehrlich bin. Denn wir können uns ja auch zu Kalksteins Wohnung begeben und uns dort halt einfach direkt hin teleportieren.
Das sollten wir natürlich nutzen, wenn wir das schon haben. Bin ich jetzt überhaupt richtig gelaufen? Ja, bin ich. So. Na gut, da waren wir mehr oder weniger für umsonst hier unten. Denn ich dachte mir ja schon, dass wir da ja von dort aus nicht dahin kommen. Hä? Was sind wir denn jetzt hier? What? Wir sind jetzt... Wo? Ach, wir sind hier in dieser komischen Ghoul-Höhle. Sind wir denn hierher gekommen? Der Gitterstäb da... die Gitterstäbe dahin geführt, ja? Ausgang. Ach ja, stimmt. Wir sind eins zu weit gelaufen. Hier war ja die Kultisten-Höhle. Meine Güte. Ich bin heute aber auch mal wieder gut drauf. Sorry. Hab ich das vergessen? Ja, Ertrunkene nervt nicht. Seid ertrunken und geht uns nicht auf den Sack. Ach ja, wir kommen jetzt natürlich nicht irgendwie hier raus. Wenn wir nicht natürlich die... Finde ich eigentlich auch gut gelöst, dass sie das so machen, muss ich mal ehrlich sagen, weil ansonsten könntest du dich ja wahrscheinlich durch Gegnerhorden verstecken oder verpissen und so. Ist an sich nicht verkehrt, dass man dagegen noch kämpfen muss und so. Habe ich ja nichts gegen. So, jetzt hoch zu Kalkstein. Der war hier. Dann rein in den Teleporter und ab nach Hause. Ich muss ja mal ehrlich gestehen, ich hätte nicht wirklich gedacht, dass mich The Witcher so sehr fängt. Aber die Story und so ist halt einfach mega geil. Ist halt gut erzählt, ist gut gemacht. Hätte ich echt nicht erwartet, muss ich ganz ehrlich zugestehen. Ich dachte eher, es wird mich irgendwie früher oder später so ein bisschen ankotzen, da durchzugehen. Aber nee, ist komplett das Gegenteil. Gut, durch das Portal machen wir aber erst in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei bei The Witcher mit mir, Mr. Sick. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüss.